Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spielertipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir den Erfolg, die Trophäe, kein Ekel vor Egeln. Also wir müssen hier wirklich alle 100 einsammeln. Wir bekommen hier auch, ja, sehr, sehr viel Munition, nicht Munition, sondern Unendlichkeitswaffen, das wirst du gleich sehen. Und das Ganze schaffen wir in circa ungefähr 46 Minuten. Also ich zeige dir jetzt gleich mal, wie das funktioniert. Also als erstes musst du darauf achten, dass du folgendes hast. Diese zwei Kräuter, die grünen, und im Eck das blaue. Wenn das nicht so ist, würde ich nochmal laden. Ja, das ist der bestmögliche Run. Es gibt hier nämlich verschiedene Möglichkeiten, besser gesagt verschiedene Anordnungen, wie die Waffen im Spiel liegen. Und ich muss sagen, das ist alles easy going, also das ist nichts Schweres, du brauchst dir keine Angst haben. Man muss hier einfach nur ein bisschen was wissen und das werde ich dir verraten. Also als erstes gehen wir hier runter, wie du schon gesehen hast, sammeln hier die Waffen ein, besser gesagt die Munition und die Schrotflinte. Wenn man das Wissen nicht hat, dann denkt man, dass der Leech Mode, dass er ultra schwer ist, aber du wirst sehen, das ist gar nicht so schwer. Strategie besteht im Endeffekt darin, erstmal alle Gegner zu töten, weil du brauchst ja Platz im Inventar für diese, ja, Figürchen. Und dann bis auf 90 hochzusammeln, dann spawnen nochmal neue Gegner, diese dann zu töten und dann den Rest einzusammeln. Also du wirst gleich sehen, klingt vielleicht kompliziert, aber du wirst sehen, es ist ganz, ganz einfach. Also wir gehen jetzt erstmal hier alleine mit Rebecca runter und töten ein paar Gegner. Zack. Hier die Spinnen. Okay, die war jetzt ein bisschen komisch getroffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Grafik kommt mir jetzt so heftig vor, weil ich habe jetzt Code Veronica die ganze Zeit gespielt und ja, da war jetzt, muss ich sagen, zugegebenermaßen die Grafik jetzt nicht unbedingt so schön. Ja. Also erstmal schön hier die ganzen Spinnen wegräumen. Dann gehen wir hier durch diese Tür. Wie gesagt, mach dir keine Sorgen. Viele übertreiben mit dem Mode, denken, dass er voll schwer ist. Ich werde dir hier alle Strategien zeigen, bis sie komplett Platin haben. So, Achtung auf die Affen hier. Am besten nochmal rangehen, so dass du siehst, wann die aufstehen. Ja, und dann nochmal den Rest geben. So, Affen nochmal gekillt. Dann geht es wieder raus. Und mach dir auch keine Sorgen um die Zeit. Also du hast genug Zeit. Du stehst hier nicht unter Druck. Es gibt keinen Zeitdruck. Deswegen ist es auch gar nicht so schwer, weil ich meine, ein paar Gegner töten und ein paar Sachen einsammeln, das kann jeder. Ne? Aber ich habe auch am Anfang gedacht, dass der Leech Mode voll OP ist. Dass der, also was heißt OP? Dass er übertrieben ist. So, da warten wir mal kurz. Und zack, Headshot. Zack, okay, beim zweiten hat es nicht geklappt. Ja, ich muss sagen, die Grafik beeindruckt mich wirklich sehr, nachdem ich Code Veronica gespielt habe. Okay, so, die haben wir jetzt gekillt alle, dann gehen wir wieder raus. Übrigens, wenn du ja schon länger auf unserem Kanal bist, dann bedenke, dass wir ja, Zero schon ungefähr zur Hälfte platiniert haben. Die ganzen alten Videos, die sind in der Videobeschreibung. Wenn du neu bist, dann findest du ja die Playlist auch unter diesem Video. In der Playlist ist wie so ein Ordner sozusagen. Da sind dann alle Videos, die dir halt die Platin ermöglichen. Ja, also ich platiniere hier wirklich alle Resident Evils und ja, lege Playlists an extra, damit du ja, alles schön nachverfolgen kannst und jedes Video findest. So, da haben wir jetzt die Waffen ausgetauscht schnell. Jetzt müssen wir mit Billy weiter. So, rüsten wir mal wieder die Schrotflinte aus. Gehen wir wieder runter. Ah, ist ein bisschen hier rumgerenne. Aber am Ende wirst du alles verstehen, warum wir das so machen. Warum wir das alles so kompliziert machen, sozusagen. Vertrau mir einfach, mach einfach so diese Strategie, dann wird alles klappen. So, dann gehen wir hier vorbei. Hier waren ja die Affen. So, hier sind nochmal Affen. Zack. 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 Nochmal schön den Rest geben. Und bedenke, wenn du am Anfang nicht auf mich gehört hast mit den Kräutern und mit dem Blauen, dann werden hier ganz andere Waffen liegen, ja. Also, weil bei mir liegt ja jetzt die MP. So, da legen wir die Waffe ab.
neben DMP. Wenn bei dir hier andere Waffen liegen, dann hast du am Anfang nicht zugehört. Also bitte dann angucken. Nicht, dass du drüber geskippt bist und jetzt verstehst du nicht, warum das bei dir alles anders ist. So, nehmen wir DMP. Die Waffe habe ich ja so zurückgelegt. So, und dann geht es hier wieder raus. So. Dann in den Raum. Es gibt hier einige Gegner. Ich finde es eigentlich echt super, dass die so einen Mode eingebaut haben. Dass man dann nochmal so eine Zusatzbeschäftigung hat. Es gibt nämlich noch einen Erfolg, den machen wir dann als nächstes. Da muss man nur die 50 einsammeln, also nur von einem Partner. Also das heißt nicht mit zwei Partnern einsammeln, nicht die 100, sondern nur die 50. Also das werde ich dir auch alles zeigen. Wie gesagt, wir werden alles hier schön platinieren. Es werden hier täglich Videos rauskommen, bis wir hier die Platin erreicht haben. Und ich wurde auch schon gefragt, also das legen wir alles ab. Was als nächstes kommt? Als nächstes kommt Resident Evil 4. Weil Resident Evil 2 haben wir schon platiniert, da haben wir schon alles fertig gemacht. Deswegen kommt der vierte Teil. Und ich weiß, dass Resident Evil 4 keine Platin hat, weil das ständig geschrieben wird. So, dann nehmen wir das. Das ist mir natürlich bewusst. Ja, trotzdem ist es für mich Platin, weil wir dort ja natürlich alle Erfolge machen. Also, wir machen halt 100% sozusagen. Okay, so, dann nehmen wir das alles mit und dann geht es wieder raus. Ist halt so ein bisschen Gerenne, aber halte durch. Wenn du wirklich alles platinieren willst und wirklich Achievement Hunter sein willst, dann muss man halt einfach Durchhaltevermögen haben. Ich denke, wenn du fortgeschritten bist, dann verstehst du, was ich meine. Okay, so, dann laufen wir hier komplett zurück, gehen wir wieder hoch, die ganzen Treppen. Ja, ich muss sagen, technisch viel besser als Code Veronica, also grafisch und technisch. Viel moderner das Spiel. Auch die Steuerung ist modern. Ich bin erstmal so ein bisschen nicht klargekommen wieder drauf. Weil es gibt ja diese Standardsteuerung, wo man dreht und dann läuft. Und dann gibt es ja die moderne Steuerung. So, dann geht's hier weiter. Wie gesagt, wir sammeln gar nichts ein. Wunder dich nicht, das bringt sowieso nichts. Wir räumen erstmal auf, schmeißen die ganzen Waffen weg und dann geht es weiter. Also hier Achtung. Einfach so ein bisschen aufs Gehör achten, wie die Monster kommen. Also weil die Hunter hört man sehr gut. So, dann nehme ich hier mal die Schrotti. Und dann gehen wir hier rein. Ich muss sagen, Resident Evil zu platinieren macht ultra viel Spaß. Weil die Spiele sind echt, also die Erfolge sind echt cool gemacht. So, dann nochmal einen Versuch hier Headshot zu machen. Klappt nicht immer, aber funktioniert schon dreimal in Folge jetzt. Okay, da hat es jetzt nicht funktioniert. Okay. So, dann können wir nochmal hier nachladen. Pistol können wir ablegen. Weil da siehst du schon, da liegt auch eine Pistel. Und das ist auf jeden Fall eine bessere Pistel. Die macht auf jeden Fall mehr Schaden. So, dann gehen wir hier wieder raus. Die Tür. Dann nochmal wieder komplett raus. Ich muss sagen, die Story hat mir schon echt getaugt von Zero. Da müssen wir jetzt auch noch auf Hard durchspielen mit Wesker Mode und so weiter und so fort. Das ist schon echt nice. Also ich muss sagen, die Erfolge sind geil. Dann durch die weiße Tür. Im Endeffekt machen wir ein paar Runs, dann hat man schon Platin. Und in der Zeit erinnert man sich an das Game. Zack. Okay, der hintere wurde auch getroffen. Ja, hier aufpassen, hier sind schon einige. Zack. Okay, der war schon tot. Den können wir nochmal nachladen. Und ablegen. Ablegen. Also beides. Vertrau mir einfach.
Falls du nicht verstehst, warum wir das machen, wirst du dann schon sehen. Okay, dann geht es hier wieder raus und nach unten. Einfach die Treppe runter. Zack. So, dann nehmen wir wieder Rebecca, aber tauschen das mal. Ah, nee. Wir nehmen die Pistol-Moni, nicht Rebecca. Ich hab's schon vergessen. Also das ist übrigens dieses Mal eine Aufzeichnung, ja. Also das heißt, ich habe das alles in Ruhe gemacht. Habe die Strategien alle mir auf ein Blatt Papier aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Wenn ich komplizierte Runs mache, wenn ich sehr krasse Speedruns mache, knappe oder irgendwas sehr Schweres oder wo ich sehr viel nachdenken muss, nichts vergessen darf, dann mache ich das in Ruhe immer. Und dann mache ich einfach die Nachvertonung für dich, damit du alles verstehst, also warum was gemacht wurde und so weiter. Also das ist einfach für mich leichter. Das ist immer schwer, wenn man denkt, dann auf den Zettel guckt und dann noch redet und so weiter. Das ist dann wirklich chaotisch. So, die haben wir jetzt gekillt dort alle. Und jetzt gehen wir hier in den Keller. Da habe ich auch krasse Erinnerungen an den Keller. Ja, ich würde sagen, das Hauptspiel ist ultra geil. Die Story ist ultra geil. Und ein sehr besonderes Resident Evil. Ähnlich wie Code Veronica, finde ich, ist es ein sehr besonderes Resident Evil. Also kein typisches Resident Evil. So, da haben wir noch einen Hunter, da musst du auf jeden Fall aufpassen. Deswegen habe ich die MP genommen. So, und da können wir jetzt wieder auf die Pistole umswitchen. Hier rein. Ich finde die Türen auch richtig geil. Diese gebogenen. So richtige Verliestüren. So. So, dann haben wir hier ein paar Zombies. Die können wir mit der Pistole wegräumen. Okay, nice. Und da liegt schon eine schöne Wumme hier. Ein Granatenwerfer, den nehmen wir natürlich mit. 30 Schuss. Laden wir nochmal nach und gehen dann raus. Nice. Trophäe, wir kommen immer näher. Und dann einsammeln geht er schnell. Wenn wir erstmal aufgeräumt haben, können wir dann schön durchrennen und alles einsammeln. So, da haben wir nochmal ein paar Zombies. Ich finde, die Zombies sind hier echt geil gemacht. Aber richtig geil gemacht. Ich habe jetzt so einen direkten Vergleich zu Code Veronica. Das ist einfach kranker Unterschied. Richtig kranker Unterschied. Ich muss sagen, technisch finde ich das stärker als Resident Evil 1. Also ein bisschen stärker. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, was zuerst kam. Weil, soweit ich weiß, sind die Spiele im selben Jahr rausgekommen damals. Ich kann mich aber nicht konkret erinnern, also so 100% würde ich jetzt die Behauptung nicht unterstreichen. So, den haben wir schnell gekillt. Ich finde, dass man die voll leicht stoppen kann, die Hunter. Also sogar mit dem MP-Gewehr. So, dann gehen wir hier rein. Da spielt jetzt auf. Das waren anscheinend irgendwelche Piloten oder so. Oder nee, ich glaube, das sind normale Atemschutzmasken gewesen. Weil am Körper haben sie so Schläuche. So, die gekillt, 3 Stück. Dann gehen wir wieder raus. Wie gesagt, wir müssen wirklich hier alles säubern. Weil wir brauchen ja Plätze. Und das ist halt das Gemeine hier, dass man Plätze verbraucht für die Figürchen, die wir sammeln. So, dann gehen wir hier runter. Und wie gesagt, morgen werde ich dir dann den nächsten Erfolg zeigen. Der dauert auch ungefähr fast dieselbe Zeit. Also, ja. Täglich wird hier jetzt was rauskommen. Ich denke, diese Woche könnte es auch schon sein, dass wir das Spiel platiniert haben. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, weil so viel ist da nicht mehr zu machen. So, zack. Zwei gekillt, Pistole genommen und dann raus. Säuregranaten sind auch sehr stark. Ich finde es auch krass, dass da 30 Stück drin sind. Diese 30 Schuss ist schon echt heftig.
So, dann geht's wieder hoch. Nice. Ja, es gibt richtig krasse Resident Evil Fans, die Spiele schon 1000 Mal platiniert haben. Also was heißt 1000 Mal? Also bei mir war es ja auch so, ich habe zuerst auf der Xbox 360, erstmal habe ich, glaube ich, auf der GameCube, genau, auf der GameCube habe ich das gespielt. Dann habe ich mir das für PlayStation 3 gekauft, glaube ich, bin mir nicht sicher. Dann habe ich für Xbox 360 gekauft, jetzt nochmal für PlayStation 4. Also ich denke, jeder Resident Evil Fan, der weiß, wie das ist. Wahrscheinlich, wenn jetzt die PlayStation 5 rauskommt und die neue Xbox, dann wird das wahrscheinlich nochmal angeboten. Aber ich denke eher nicht, die machen ja jetzt die ganzen Remakes. In jedem Video muss man einmal niesen. Ja, übrigens, Remakes, bin echt sehr gespannt auf Resident Evil 3. Soll ja so ein bisschen anders werden, ein bisschen actionlastiger und die Stadt soll angeblich größer sein. Schauen wir mal. Also wir haben hier vier Hunter. Denk dran, hier ist noch einer im Eck. Könntest du voll schnell sterben. Da bin ich mal gespannt. Ich habe auch eine Wette am Laufen mit einem Zuschauer, also mit einem Abonnenten. Wer als erster Resident Evil platiniert. Da bin ich mal gespannt. Also ich habe auf jeden Fall Zeit. Das einzige, okay, hat einen kleinen Vorteil. Ich muss 3 Stunden ins Fitnessstudio täglich. Wenn er komplett durchsuchtet, dann könnte er vielleicht gewinnen. Vielleicht. Ich bin gespannt. Ich mag das, wenn ein neues Resident Evil rauskommt, dann so richtig, so schnell es geht, das Spiel zu verstehen, zu analysieren, zu gucken, wie was zu machen ist, Tutorials zu machen, das ist einfach nur geil. Ich mag das einfach. So, dann gehen wir hier weiter. Den ganzen Schmuckosaurus haben wir weggeräumt. So, dann nehmen wir mal die MP. Weil wir gehen jetzt hier rein. Und denk bitte dran, wenn du bei uns schon länger am Kanal bist, die Videos für Zero. Ja, das ist nicht das erste Video, sondern ich habe schon letztes Jahr habe ich Videos gemacht. Und wie gesagt, die sind in der Videobeschreibung, also in der Playlist drin. Nicht, dass du denkst, hey, wieso fängt er mit dem Leech Mode an? Ich fange damit nicht an, ich mache weiter. Also wir waren jetzt ungefähr bei der Hälfte letztes Jahr. Und ja, jetzt mache ich die restlichen Erfolge. So, 3 Stück. Dann gehen wir hier rein. Hier gibt es Zombies. Die Knarre ist sehr stark, finde ich persönlich. Meistens 3 Schuss. So, dann gehen wir hier weiter. Den Raum. So, ich denke mal, ich schreibe was. Ja, hier sind nochmal die Zombies. Unteren würde ich auch auf jeden Fall killen. Und hier ist nochmal Muni. Wegen der Munition brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Also falls du denkst, dass es irgendwie knapp ist. Es ist hier überhaupt gar nichts schwer in den Mode. Also es ist hier einfach, du hast unendlich Zeit. Du musst einfach in Ruhe alle töten. Du musst einfach wissen, was zu tun ist. Du tötest sie einfach alle, legst die Waffen weg. Sammelst auf 90, nimmst ein paar Waffen, tötest den Rest, sammelst den Rest, fertig. Ja, also im Endeffekt, du musst einfach die Strategie haben. Es gibt ja, sag ich mal, Erfolge, die schwer sind, wo es wirklich auf Skill ankommt, wo man sagt, okay, das ist knapp von der Zeit oder man darf sie nicht heilen oder man hat irgendwelche, ja, Herausforderungen. Aber manche Erfolge sind einfach nur Geduldssache und Strategiesache natürlich, ja, dass man da gewisses Wissen hat dazu, dass man versteht, wie das zu machen ist. Das mag ich immer am meisten, also dieses Wissen mit dir dann zu teilen, dir zu zeigen, dass es in Wirklichkeit gar nicht so schwer ist. Ne? Und dann schaffen auch normale Leute oft Resident Evil zu platinieren, also die Teile halt zu platinieren. Ja, das ist ein bisschen nervig, dieser Raum, also mit den Krähen. Du kannst auch hier mit der Maschine, mit anderen Waffen das machen, ja, weil das fuckt schon ein bisschen ab. Das ist schon nicht ohne mit der Piste. So, haben wir weggeräumt. Viecher.
ganzen Viecher weggeräumt. Jetzt können wir wieder raus. Sehr schön. Ja, ich find's gut. Eigentlich ist gar nicht so schlecht, dass Resident Evil erst im April rauskommt. Können wir bis dahin ein bisschen überbrücken, die ganzen Resident Evils platinieren. Ja. Vielleicht haben bis dahin auch einige Zuschauer am Kanal auch überall Platin. Bin gespannt, wie weit ich komme. Ich habe jetzt noch Zero zu machen. Resident Evil 4, 5 und 6. Müsste eigentlich machbar sein. So, einfach mal anballern. Das war dieser Leech-Typ. Dann gehen wir nochmal hier kurz aufs Klo. Hier ist noch einer, den hat man im Spiegel gesehen. So, dann legen wir die weg. Kurz warten. Hier nochmal ein Magazin. Können wir auch gleich mal kombinieren, dann haben wir Platz. So, und dann können wir die wieder nehmen. Weil die nimmt ja zwei Plätze ein. So, hier ist nochmal Munition. Und dann gehen wir raus. Finde ich auch super in dem Teil, dass man die Waffen einfach auf den Boden legen kann. Das war ja auch was ganz Neues für Resident Evil. Ich finde es allgemein, jetzt wo ich wieder die Spiele platiniere, sehe ich halt, wie die Entwickler sich so ein bisschen ausgetobt haben. Weil zum Beispiel bei Code Veronica gab es Zweierwaffen, also die man mit zwei Händen halten konnte und sogar so schießen konnte, ja, so durcheinander. Hier gibt es eine neue Mechanik, also die haben sich schon ein bisschen so ausprobiert. Gibt schon sehr viele kleine Unterschiede. So, dann nehmen wir die MP. Gehen wir in die Kanalisation. Hier ist ja am Ende noch eine Tür. Da gehen wir natürlich auch noch rein. Den Raum finde ich auch richtig geil. Hier aufpassen, weil hier sind viele Hand. Zack. So. Nachdem wir aufgeräumt haben, können wir rausgehen. Also vier Hand, da musst du einfach merken. Also nicht, dass du einen vergisst. So, haben wir das weggeräumt. Jetzt gehen wir wieder hoch. Ja, noch ein bisschen Geduld. Halte da durch. So, dann legen wir mal das ab. Damit wir einen Platz haben. Da bin ich einmal falsch gelaufen. Wir müssen da in diese Metalltür. Hier durch. Muni mitnehmen. Ja, ist schon ein ganz schönes Rumgerenne. Das ist nicht ohne. Das ist auch in meinen Augen so der Grund, warum viele Leute gewisse Erfolge nicht durchziehen. Das habe ich auch bei Red Dead gesehen. Wenn ich Red Dead angucke, zum Beispiel Red Dead 2, da waren viele Erfolge easy. Die waren vollkommen easy. Also da war einfach, du musstest grinden, du musstest einfach da rumlaufen, musst die ganzen Kräuter einsammeln, du musstest, also das war einfach viel Arbeit. Ja, und ja,
Die meisten Leute, die halten das einfach nicht aus. Weil das ist ja langweilig relativ. Verstehst du? Das dauert alles. Ich finde, das ist auch das, was halt krass geskillt wird, wenn man Achievement Hunter ist, wenn man wirklich Achievements macht, ganzen Trophäen sammelt und so. Man wird einfach geduldiger, man setzt sich Ziele, der ganze fucking Fokus verändert sich. So, hier müssen wir noch die Viecher schnell killen. Wenn du hier übrigens stehst, können sie dir gar nichts machen. Also die kommen hier nicht durch. Unmöglich. Also die kommen hier nicht an dich ran. Das ist so eine glitschige Stelle. So, dann gehen wir hier weiter. Lass mal schön nachladen. Hier ist auch noch ein Doktor. Zwei Schuss. Richtig krass. Die Knarre ist echt heftig. Hier kannst du einfach runterschießen. Ja, wir müssen tot sein. Ah, jetzt. Kannst auch mal nachprüfen. Das Schöne ist, wenn du halt zielst, dann merkst du, ob der noch lebt oder nicht. Weil wenn er lebt, dann bewegt sich die Knarre zu ihm, direkt zu ihm. So kann man immer so ein bisschen tricksen. Nachprüfen, ob er noch lebt oder nicht. Okay. So, das haben wir erledigt. Jetzt komme ich wieder runter. Ich finde, der geht relativ langsam die Treppen runter. So, dann gehen wir hier rein. Hier sind zwei Viecher. Du kannst mit den Viechern killen. Sterben relativ schnell. Also ich finde, die halten weniger als bei Code Veronica aus. Und dann gehen wir durch die Tür durch. Ich bin nicht krank. Manche denken, ich bin krank. Ich rede einfach sehr viel. Ich mache sehr viele Videos. So, noch für diesen Leech. Zack, er platzt. Dann gehen wir durch. Warte aber ab, bis er platzt, weil wenn du zu schnell rausgehst, dann lebt er immer noch. Da darfst du nicht so schnell durch die Tür. Hier ist noch ein Leech. Zack. Dann kommen wir raus. Okay, sehr gut. Wir haben schon sehr krass aufgeräumt. Ich kann gerne für dich nachgucken. Wie lange haben wir jetzt noch? 28 Minuten haben wir. Perfekt. Besser gesagt. Wie viel haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt 1:12. Ja, fast die Hälfte. Also fast die Hälfte haben wir schon. Also ist schon grindig. Also das ist jetzt nicht so... Es ist halt leicht von Schwierigkeitsgrad, aber es ist grindig. Das heißt, wenn du keine Geduld hast, dann wirst du den Erfolg nicht bekommen. Aber ich denke, bei uns am Kanal gibt es schon wirklich mittlerweile sehr viele Profis hier. Es gibt auch Leute, die viel besser spielen als ich. Also wir haben da ein paar Leute so Speedrun-Zeiten genannt, da habe ich mir gedacht, okay, krass. Vor allem bei Resident Evil 2, also bei dem Remake, bei dem neuen, da waren schon ein paar Kandidaten dabei mit krassen Zeiten. Ja, ich denke, Resident Evil Community, ich meine, Resident Evil 1 ist, glaube ich, 94 rausgekommen. Da gibt es schon ein paar alte Hasen, die schon Skill haben. Die über die Jahre immer besser geworden sind. Okay, so, jetzt platzt er hier. Da würde ich erstmal kurz hier abhauen. Und dann, wie gesagt, immer schön warten, bis er aufplatzt. Dann erst in die Türen gehen, weil sonst spawnt er wieder. Und dann hast du halt ständig das Problem. Okay, dann gehen wir hier durch. Hier ist Kampfchick. Ich finde die immer gut, mit der MP zu machen. Man kann sie natürlich auch mit der Schrotti machen, aber ich finde die MP echt nice. So, zwei haben wir gekillt, dann gehen wir wieder raus. Eine große Säuberungsaktion. Hier schön aufräumen.
was Umbrella falsch gemacht hat. Ganzen BOWs killen. So, dann haben wir hier auch nochmal die Jäger. Kannst du auch ruhig mit dem B killen. Zack. Drei haben wir. Das war der vierte. Hier liegt noch einer. Krabbelt hier. Schön am Boden rum. So, dann legen wir die ab. Die MP. Und dann geht es raus. Es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche animierte Türen, finde ich, in dem Spiel. Also in dem Teil. Gibt es wirklich sehr, sehr unterschiedliche. So, da habe ich kurz überlegt, was ich als nächstes machen muss. War ich kurz verwirrt. Wie gesagt, deswegen, wenn ich ein bisschen, sag mal, strategisch komplizierte Sachen mache, wo ich mir viel merken muss, schreibe ich mir das oft auf den Zettel auf, arbeite das ordentlich aus und nehme das in Ruhe auf und dann mache ich die Nachvertonung, weil sonst vergesse ich noch irgendeinen Raum und dann müssen wir dann 10-mal hin und her laufen. Ich möchte dir wirklich den direkten Weg immer zeigen. So, dann gehen wir hier durch. Damit du nichts warten, also damit du nicht warten musst und nichts. So, dann gibt es hier noch eine andere Tür. Da gehen wir jetzt auch noch rein. So, komm mal wieder hier raus. Granatenwerfer legen wir halt nochmal ab hier. Also ist immer gut, dort die ganzen Waffen zu platzieren. So, dann tauschen wir zu Rebecca. Legen wir die Pistole ab. Und ja, jetzt fangen wir an, hier erstmal einzusammeln. Einmal die blaue. Es ist so, dass jeder Charakter, also falls du es nicht weißt, hier die Erklärung: Jeder Charakter sammelt eine gewisse Farbe. Also das heißt, du kannst mit Billy nicht alle Farben sammeln. Du kannst mit Billy nur blau sammeln. Und Rebecca kannst du halt nur grün sammeln, ja. Und deswegen musst du halt die Charaktere immer tauschen. Deswegen habe ich sie jetzt mit dabei. Das war auch so ein neues Feature übrigens, dass man halt mit zwei Charakteren spielen konnte und dass man die durchwechseln konnte. So, wie gesagt, jetzt sammeln wir auf 90. Und dann spawnen nochmal Gegner und die müssen wir dann nochmal killen. Okay. This way. Yeah. So, da tauschen wir mal. Da habe ich noch ein bisschen Probleme gehabt mit der Steuerung. Ich, wie gesagt, habe jetzt schon ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr nicht mehr gespielt. Da musste ich erstmal reinkommen. So, dann nehme ich hier die Grünen mit ihr. Jetzt können wir hier in Ruhe schön alles einsammeln. Niemand stört uns. Wir haben Platz im Inventar. Passt. So, nehme ich jetzt den Billy. Und dann gehen wir erstmal hier durch die Metalltür. Wichtig ist, dass man halt nichts vergisst. Sei jetzt auf jeden Fall sehr konzentriert, weil... Ja, sonst lässt du irgendwelche Räume aus. Übrigens, ich krieg manchmal so Kommentare, da könnte ich echt lachen. Das schreibt dann einer, ja, ich habe irgendwie nicht aufgepasst und eine Sache fehlt mir. Wo ist sie? Keine Ahnung, wo du was verpasst hast. Du musst aufmerksam achten. Ich weiß ja nicht, wo du warst. Ich weiß nicht, in welchem Raum du warst. Pass jetzt gut auf hier. Also hier gibt es nochmal ein grünes. Zwei Stück. Wenn du in irgendeinem Raum unaufmerksam warst, am Ende weißt du nicht, wo dir was fehlt. Musst du alle Räume wieder ablaufen. Deswegen... Ja, ich versuche immer sehr konzentriert zu sein. Deswegen vertone ich auch im Nachhinein, wenn ich solche komplizierteren Sachen mache. Aber da, ich krieg echt oft solche Kommentare. Da könnte ich echt manchmal, denke ich mir so... Checkst du überhaupt, was du da fragst? Also, jetzt vor kurzem wieder gelesen, hat jemand Resident Evil 2 gespielt. Und da hat er eine Datei irgendwo vergessen einzusammeln. Und dann fragt er mich so, welche Datei habe ich vergessen? als wäre ich irgendwie Gott, als könnte ich mich zu ihm beamen und sehen, was er vergessen hat. Also das ist natürlich unmöglich zu sagen, welche Datei dann nicht eingesammelt wurde. Also im Endeffekt bleibt dann nichts anderes übrig, als nochmal den ganzen Run zu machen. So, da haben wir die blaue eingesammelt.
gehen wir wieder raus. Ja, bei sowas muss man sehr aufmerksam sein. Nochmal komplett zurück. Diese Türen finde ich voll geil. Weil die triggern mich so an Folterkammer und dann sowas. Das passt zu Resident Evil richtig gut. So, nehmen wir hier die Biestel weg. Ich finde, hier laufen sie schon deutlich schneller, wenn sie keine Gnaden in der Hand haben. Da merkt man schon einen Unterschied. So, dann gehe ich hier wieder runter durch diese Tür. Wir haben sehr viel zu sammeln. Wie gesagt, 100 Stück. Das sind 100 Sachen. Also 100 Objekte, die wir sammeln. Das dauert schon eine Zeit lang. So, nehmen wir hier Rebecca. Hier ist ein grünes. Und bei solchen Erfolgen rasten auch manche Leute richtig aus. Die sagen dann, ja, unfair oder voll übertriebener Erfolg und so weiter. Erfolge sind ja kein Muss. Das ist für die Leute, die ja extra Herausforderungen suchen. Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel immer sehr gerne 100% gemacht, schon als Kind. Kann mich erinnern, mein Bruder hat immer so Super Nintendo Spiele ausgeliehen in der Videothek. Damals gab es so Videotheken. Also Leute, die so in meinem Alter sind, die wissen, was ich meine. Und ja, und wir haben immer versucht, irgendwie 100% zu machen. Also das war schon immer irgendwie für mich persönlich interessant. Und auch so, wenn ich jetzt überlege, seit ich 9 bin, spiele ich Computer. Ich weiß nicht, also ich habe nichts bereut. Weil manche sehen ja das so ein bisschen als Zeitverschwendung. Ich habe auch übrigens sehr viele Sachen durch Computerspiele gelernt. Man lernt Analysefähigkeiten. Weil wenn man zum Beispiel Achievement Hunter ist, lernt man ultra krasse Analysefähigkeiten. Weil man muss im Endeffekt das Spiel wirklich verstehen. Wirklich analysieren, kapieren, wie das Spiel aufgebaut ist, welche Mechaniken dahinter stehen. Weil sonst wirst du niemals, in gewissen Spielen, sag ich mal so, wirst du niemals eine Platin holen. Und das sind wichtige Skills fürs Leben. Okay, so, dann haben wir hier 3 blaue gesammelt. Übrigens, wer Bock hat, sich auch so im Leben zu entwickeln, hier mein Kanal, also ist mein zweiter Kanal, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Kann ich wirklich jedem empfehlen, das ist wirklich geiles Wissen. So, dann gehen wir hier durch. Weil bei mir, also falls du das nicht weißt, so, jetzt habe ich hier falsch gedrückt. Sorry. So machen wir das. Hier nehmen wir noch grün. Bei mir war das nämlich so, ich habe zuerst war ich 12 Jahre Bäcker und dann habe ich angefangen, erst mich überhaupt zu entwickeln. YouTube zu machen, Geld zu verdienen online und so weiter und so fort. Und ja. Ohne Spiele hätte ich das nie gemacht. Nie im Leben. So, dann haben wir hier das gesammelt. Jetzt können wir weiter. Also jetzt haben wir hier im Endeffekt alles schön sauber gemacht. Billy hat in dem einen Raum welche gehabt, sie in dem anderen. Jetzt gehen wir hier weiter. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Gestern habe ich die 2 Erfolge gemacht. Habe mir ein bisschen Zeit genommen. Habe sie in Ruhe gemacht. Zack. Hier sind die Grünen. Immer schön nach und nach. Ich steige mich da auch nicht so rein, so muss ich ganz ehrlich sagen. Also so unnötigen Stress braucht man da nicht. Also früher habe ich mich viel krasser reingesteigert. Aber ich sehe es jetzt nicht ein, warum ich mich bei alten Spielen reinsteigern soll. Ja gut, wenn ein neues Spiel kommt, dann will man sich so ein bisschen messen mit seinen Kumpels. Also wenn man wirklich Achievement Hunter ist. Bei uns war das zum Beispiel so, also kann ich so ein bisschen erzählen, damit wir die Zeit ein bisschen auch überbrücken mit Wissen und Informationen. Also bei mir war das so, meine Zeit, wo ich wirklich Achievement Hunter war, also so richtig krass, das war damals auf der Xbox 360. Ich habe da in 8 Jahren habe ich da 200.000 Gamerscore gesammelt. Hätte man besser machen können, aber trotzdem, das war krank. Also 200.000 Gamerscore, das ist krass. Man muss dazu sagen, ich bin damals auch noch in die Arbeit gegangen. Das heißt, ich habe jetzt nicht so viel Zeit gehabt. Ich musste meinen Haushalt schmeißen selber. Ich
ja, ich musste das neben der Arbeit und neben dem normalen Leben machen und dafür war das schon geil. Und ja, wie war das damals so? Das war so, wir hatten halt, sagen wir mal, also ich hatte ein paar Kumpels, das war jetzt keine jetzt Gruppe an sich, sondern ich hatte halt einfach ein paar Kumpels und das waren schon krasse Leute, also da waren schon ein paar krasse Leute dabei und dann hat man sich halt dann so ein bisschen angespornt. Also ist ein neues Spiel rausgekommen, ich kann mich erinnern, damals noch Castlevania, wie hat das geheißen, Shadow, keine Ahnung, wie das geheißen hat, ich hab's schon vergessen. Dieses, was so ein bisschen wie God of War ist, so ähnlich. Also nicht dieses 2D von links nach rechts, sondern dieses neue da, Shadow Lord oder ich weiß nicht mehr. Wenn jemand weiß, schreibt einfach in die Kommentare, dieses 3D Castlevania. Und das war einfach geil. Wir haben uns da so gemessen, wer schneller ist. Wir haben da Erfolge gemacht. Und ich kann mich erinnern, damals war ich noch nicht so gut. Und ich habe mich ultra gefreut. Ah, genau, jetzt weiß ich, wie das geheißen hat. Lord of the Shadow. Lord of the Shadow. So, hier ist noch ein Schlüssel, nicht vergessen. Ich habe mich so gefreut. Ich kann mich noch erinnern. Ich bin da voll ausgerastet, ja. Und Batman Arkham Asylum habe ich auch platiniert. Damals kann ich mich erinnern, zu der Zeit. Das war alles so zu der Zeit. Später habe ich dann immer krassere Spiele genommen, also die viel schwerer waren, wie zum Beispiel Ninja Gaiden, dann Dark Souls und so weiter. Das war damals für mich so, wow, ich habe Dark Souls platiniert und so, ja, das war schon krank. Und ja, was ich sagen wollte, also wenn neue Spiele rauskommen und man hat Kumpels, die auch Achievement Hunter sind, die auch Erfolge sammeln, sich Ziele in Spielen setzen, dann macht es schon Spaß, sich ein bisschen reinzuhängen, zu beschleunigen, Gas zu geben und so weiter. Aber ich sehe jetzt nicht ein, bei alten Spielen, die schon sowieso die meisten Leute platiniert haben, was soll man sich da reinsteigern, was soll man sich da unnötig Druck machen. Ja. So, hier sind auch noch zwei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das relativ gechillt und wenn neue Spiele rauskommen, dann gebe ich Gas. Aber so richtig. Zum Beispiel, nächstes Game wird dann Final Fantasy sein, 7er. Ich denke, die meisten werden das Spiel nicht platinieren. Final Fantasy ist meistens sehr schwer zu platinieren. Also sagen wir mal so, da braucht man viel Geduld. Die meisten Leute haben die Geduld nicht. Und ja, ich will mir das so als Challenge ein bisschen setzen. Bin sehr gespannt. Ich weiß natürlich nicht, wie die Erfolge da sind, also wie sie es machen, aber Final Fantasy war schon immer sehr grindig. Also wenn man da 100% haben wollte, da musste man schon Zeit reinstecken. 70, 80 Stunden. Die meisten Leute werden das natürlich nicht machen. Die werden halt dann Netflix gucken oder andere Sachen machen. So, dann sammeln wir hier auch noch alles ein. Ja, Doom Eternal kommt ja auch dann noch raus. Will ich mir auch dieses Mal gönnen. Normalerweise spiele ich jetzt nicht unbedingt Doom die ganze Zeit. Aber früher, also irgendwie hat es mich wieder getriggert. So. Ich habe damals am PC gespielt. Also das war, glaube ich, Windows 98 Zeit oder so. Da kann ich mich noch erinnern, da habe ich für eine Festplatte mit 2 GB habe ich 200 D-Mark gezahlt. Das waren noch Zeiten. 2 GB, das war so eine fette Festplatte, Alter. Das war so dick. So groß, ja, so eine große Festplatte. 200 D-Mark, 2 GB. Heute kriegst du eine SD-Karte mit, was weiß ich, 128. Krass, wie sich alles entwickelt hat. Ja, da habe ich Bock auf jeden Fall auf Doom. Ich habe auch schon in den Kommentaren gesehen, dass viele ähnliche Spiele platinieren wollen. Zum Beispiel Nioh, ja, da gibt es viele Leute bei uns am Kanal, die Nioh platinieren wollen. Gibt es auch Final Fantasy Fans. Also da bin ich mal gespannt, wer von euch da auch wirklich, sagen wir mal, Final Fantasy zum Beispiel platinieren will. Ich denke, da wird schon einige geben, aber ihr wisst ja, dass wie so Massen ticken, also so die normalen Leute, ja, die werden natürlich sowas niemals platinieren. Ja, bin gespannt auch auf die Story. Bei mir ist es auch so, dass ich Final Fantasy 7 nie gespielt habe. Ich habe damals mit Final Fantasy 8 angefangen. Und zu der Zeit war für mich Final Fantasy 7 schon unerträglich. Also als ich Final Fantasy 7 kennengelernt habe, das war so, ich habe Final Fantasy kennengelernt, da war schon PlayStation 2 draußen.
Also da haben dann Leute gesagt, oh, Final Fantasy, wie konntest du das verpassen? In den Kommentaren habe ich auch sowas gelesen. Oh, wie konntest du Final Fantasy 7 verpassen und so. Und ja, ich habe es halt verpasst und dann zu PlayStation 2 Zeiten konnte ich das nicht mehr spielen, weil das Grafik war pixelig, das war einfach katastrophal und so. Deswegen freue ich mich jetzt, dass das Remake rauskommt, weil dann kann ich das endlich mal zocken. Und natürlich ist es nicht dasselbe, also das ist mir klar. Das ist ja trotzdem eine Neuauflage, die Kämpfe laufen nicht rundenbasierend und so weiter. Aber trotzdem, also ich freue mich ultra krass auf Final Fantasy 7. Also das wird richtig nice. Und auf PlayStation 5, ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich wurde gefragt, ob ich mir die Xbox auch hole. Ich habe jetzt nochmal neue Informationen über die Xbox bekommen. Und es schaut wieder so aus, dass ich die Xbox wieder nicht kaufe. Also die letzte Xbox war bei mir die Xbox 360. Seitdem habe ich keine Xbox mehr gekauft. Und aus verschiedenen Gründen. Und jetzt, nach den Informationen, die ich gekriegt habe, werde ich es mir wahrscheinlich jetzt wieder nicht holen. Ganz einfach, die haben jetzt bestätigt, dass für die Xbox, also für die neue Xbox, dass die nächsten 2 Jahre keine Exklusivtitel rauskommen. Und da frage ich mich halt, warum soll ich die dann mir kaufen? Also für was? Also für was soll ich die mir kaufen? Also ich verstehe das nicht. Ich habe einen PC. Ich kann jedes Spiel im Endeffekt normal am PC spielen. Warum soll ich das machen? Ja. Und also ich verstehe diese Politik nicht von der Xbox. Ich verstehe das echt nicht. Ich finde, Xbox 360 war damals echt so gut. Wir haben damals PlayStation so in die Knie gezwungen. Also PlayStation 3 war ein Haufen Scheiße dagegen. Und dass die so wieder ja abkacken, das hätte ich nie im Leben gedacht. So, da haben wir jetzt diesen Feuerschlüssel benutzt, den wir da eingesammelt haben. Jetzt komme ich hier rein. Let's split up. Okay. Let's split up. So, dann nehmen wir mal Pistel, schnell. Pistel aus der Kistel. Na komm schon. So, da kriegen wir mal einen. Ja, die lässt mich jetzt nicht ordentlich durch. Also passt da auch bitte auf, das sind 2. Weil das schaut zuerst so aus, als wäre da einer, aber das sind mehrere. Da liegt auch noch einer im Weg. So, ich springe hier mal runter. Oh, unter dem Tisch liegt auch noch einer. Zack. Hast du ja gesehen, ich konnte nicht richtig schieben. So, dann können wir alles nachladen. Und hier können wir auch nochmal 2 sammeln. 1. Und dann hier noch beim Kamin. Nummer 2. Nice! Hier sind auch nochmal 2. Also jetzt wird es langsam knapp im Inventar. Jetzt verstehst du, warum wir die zuerst gekillt haben, Mann. Darüber. This way. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich da rumgeschoben habe. Kann mich gar nicht erinnern, was da. Wahrscheinlich habe ich da irgendwas nachgedacht am Zettel. Weil das muss man natürlich nicht schieben, das ist Bullshit. Weil ich musste mich dann nochmal orientieren, weil wir haben jetzt schon fast alle. Wenn ich so komplexe Sachen mache, lege ich mir meistens einen Zettel hin, schreibe mir Sachen auf und orientiere mich darum. So, wir haben jetzt hier 28, da habe ich nochmal nachgeguckt. Genau, da habe ich mich orientiert. So, dann nehmen wir hier nochmal ein grünes. Hier noch eins. Es wird da behauptet auch, dass Resident Evil 8 rauskommt. Also ich habe bis jetzt noch überhaupt gar nichts gesehen. So, dann haben wir noch ein blaues, das ist da gut versteckt. Also da bin ich gespannt, wie das 8er wird. Ich hoffe nicht wie das 7er. Ich fand zwar das 7er, hier ist auch noch eins versteckt, das blaue. Bitte das nicht vergessen.
Ich fand zwar das 7er nicht schlecht, so, aber ja, es hat wirklich Spaß gemacht, aber das war für mich kein richtiges Resident-Evil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hoffe, dass beim 8er wieder alles wieder normal wird. Weil irgendwie wirken die schon so auf mich, als würden sie endlich checken, die Entwickler, was die Fans wollen. Und Resident Evil 2 hat sich super verkauft übrigens. Dadurch sehen sie, okay, es lohnt sich. Weil man darf halt nicht vergessen, das ist halt immer noch Business da bei denen, ja. Also das ist, ich weiß, dass viele Leute gegen Geld sind, aber die meisten Leute, die gegen Geld sind, die wissen einfach, verstehen Geld nicht. Ja. Es ist halt einfach so, wenn du so Spiele entwickelst, dann musst du sie auch finanzieren. Du brauchst ja ein Entwicklerteam, Designer, Musiker und so weiter. Und die müssen ja irgendwie leben. Die müssen ja irgendwie ihre Miete bezahlen, ihr Essen kaufen, Familie versorgen. Viele haben Kinder, ja. Und deswegen kostet halt Spieleentwicklung Geld. Ja, weil das Menschen entwickeln. So, da legen wir das mal ab, damit wir Platz haben. Und das bedeutet, wenn sich irgendwelche Projekte nicht verkaufen, wenn die zum Beispiel irgendein Resident Evil rausbringen, was die Leute halt nicht kaufen, dann ist es halt ein finanzieller Rückschlag und die sagen dann zum Beispiel, okay, das lohnt sich nicht, das werden wir nicht mehr entwickeln. Und was mich halt wirklich sehr gefreut hat, war, dass Resident Evil 2 sich ultra gut verkauft hat, was ich nie gedacht habe. Also, dass da wieder die Hardcore-Fans auftauchen sozusagen, die Oldschool-Leute. 80er Baujahr, so meistens waren das so Leute. Und dass die dann halt auch wirklich viele kaufen, also dass da wirklich viel gekauft wird, weil dadurch haben wir im Endeffekt dafür gesorgt, dass die Entwickler kapiert haben, okay, die Fans labern nicht nur, dass sie die Spiele wollen, sondern sie kaufen auch die Spiele. Und ja, deswegen hoffe ich auch, dass, sagen wir mal, wenigstens Resident Evil 3 gut wird. Das wurde ja wegdelegiert. Übrigens, das hat irgendein anderer Entwickler produziert. Ich weiß nicht, ob das gesamte Spiel da von anderen Entwicklern produziert wurde. Aber auf jeden Fall wurde das wegdelegiert. Ja, falls du nicht verstehst, was das bedeutet. Also die Arbeit wurde im Endeffekt weggegeben an ein anderes Entwicklerteam. Das wird meistens halt gemacht, weil das Hauptteam an irgendwas anderem arbeitet. Also das heißt, ich vermute, das Hauptteam arbeitet an Resident Evil 8. Und deswegen vermute ich, dass das Spiel geil wird. Also hoffe ich zumindest. Ich finde, was mir halt so ein bisschen nicht gefällt, also sag mal jetzt nach hinten raus, zum Beispiel bei 6er, 5er, also bei den neueren Resident Evils, dass einfach, dass du dann nichts mehr checkst. Also das ist schon so verwirrend. Die haben da so viel Mist gemacht in meinen Augen mit Revelation und so weiter. Ich finde, die Entwickler haben sich sehr, sehr ausprobiert. Ja, die haben da alles Mögliche ausprobiert. Revelations, da wollten sie dann so auf Serie tun und so weiter. Und du checkst da überhaupt gar nichts mehr. Also ich finde, also klar, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Resident Evil Fan, ich check überhaupt gar nichts mehr. Ja. Bis Resident Evil 5 habe ich noch so mitverfolgt und dann irgendwann mal wurde mir das echt zu blöd alles. Ja. Also Chris arbeitet für Umbrella dann und keine Ahnung und dann ist es irgendwie verstrickt und so. Also ultra unnötig kompliziert gemacht, finde ich jetzt persönlich. Da hat auch jemand in die Kommentare vor kurzem geschrieben so, hä, what the fuck, warum arbeitet Chris für Umbrella und so, ja, weil beim 1er, wir haben ja vor kurzem 1er gespielt, nee, nicht 1er, das war Code Veronica, da ist ja am Ende so, dass der Chris sagt so, ja, wir wollen Umbrella zerstören und so weiter und dann hat er so gesagt, okay, warum arbeitet Chris jetzt für Umbrella und so weiter, also da sind so viele Wendungen passiert, da checkt schon kein Mensch mehr was. Also ein paar Leute gibt es bestimmt, die da wirklich jeden Twist sozusagen mitverfolgt haben, aber ich finde es ein bisschen unnötig kompliziert gemacht. Und was ich halt eben mag, ist halt diese, wenn man diese alten Spiele guckt, Zero, Code Veronica, 1, 2, 3, das war wirklich so aufbauend aufeinander, ja, das ist alles so nachvollziehbar, was da passiert und ja, das ist alles so logisch irgendwie. Deswegen bin ich gespannt, wie die halt Resident Evil 8, also wie sie das einreihen wollen.
in die ganze Thematik, also in die ganze Geschichte, besser gesagt. So, wir haben es fast geschafft. Also wir haben jetzt schon einiges eingesammelt. Ich hoffe, dass du das auch machst, weil es gibt auch Leute, die schauen einfach nur zu, hören sich die Geschichtchen an, aber es gibt auch Leute, die da mitmachen. So, gleich haben wir es geschafft. Also ein bisschen haben wir schon natürlich vor uns, aber gleich haben wir es trotzdem geschafft. Also ich nehme mal kurz meine Supplemente mal rein nebenbei. Magnesium oder nee, was ist das? Das ist jetzt 10. So, das sind die letzten hier im Endeffekt, also nur noch wenige. Ja, wenn man hier nicht checkt, wie man die einsammeln soll, dann ist der Mode voll kompliziert. So. Komm ich hier raus. Und dann nochmal in den Raum, wo die Hunter waren. Da liegt auch noch eine Waffe. Ich glaube, da ist ein Schuss drin. In der Waffe. So, die haben wir genommen. So, jetzt haben wir 40 Stück. Genau 40. 10 haben wir noch. 10 mit Billy noch. Das ist echt krass, ey. Das ist keine 5 Minuten Aufgabe hier, ey. Und dann musste immer hin und her rennen. Ich musste immer an meinen Vater denken, irgendwie. Wie der sich immer aufgeregt hat, hat er gesagt, was spielst du da für einen Scheiß? Was ist das hier? Rennst da ständig hin und her, von einem Raum, rennst zurück, rennst wieder da rein, holst einen Schlüssel, rennst wieder zurück. Der hat immer Resident Evil überhaupt nicht verstanden. Ich fand's als Kind immer cool, das war so für mich wie so ein Rätselspiel. Ich habe mich ultra gefreut, aber wenn ich weitergekommen bin. Wenn ich irgendeine kleine Lösung gefunden habe oder einen Schlüssel nochmal dazu. Mich würde mal echt interessieren, wie viele Stunden ich damals gebraucht habe als Kind. Ich denke, ich habe locker 14 Stunden oder so fürs Spiel gebraucht. Weil das hat bei mir ungefähr so ausgeschaut. Ich war halt 9 Jahre alt oder ungefähr so 9-10 Jahre alt. Und wenn ich einen Schlüssel gefunden habe, dann habe ich erstmal alle Türen ausprobiert. Also ich habe einfach keine Logik besessen. Ja? So, hier nochmal den Feuerschlüssel. Den können wir jetzt auch wegwerfen. Das heißt, wenn du, sag ich mal, erwachsen bist, hast du ja mehr Logik. Dann weißt du, okay, aha, Feuerschlüssel, der passt in die rote Tür. Ich bin dann rumgerannt und habe jede Tür ausprobiert. Ja, also das war wirklich krass. Und dann habe ich mich voll gefreut, wenn ich dann mal eine Lösung gefunden habe, so durch Zufall. Das war schon echt lustig. Das war eine geile Zeit. So, in der Küche mal alle einsammeln. 4 Stück. Die von Billy, die nehmen wir erstmal nicht. Also wie ich schon gesagt habe, spawnen dann nochmal Gegner. So, jetzt haben wir noch einen mit ihr, dann haben wir 50. Und bei 90 spawnen halt nochmal Gegner. You stay here. So, da soll ich mal bleiben. Gehen wir mal runter. Ist halt schade, dass wir das nicht gleich alles sammeln können, dass wir immer hin und her rennen müssen, aber ist halt extra so gemacht. Das ist halt extra so ein bisschen auch verwirrend gemacht, dass Leute versuchen halt den Mode auch zu verstehen, dass es eine kleine Herausforderung überhaupt ist. Weil wenn ich hier einfach durchgerannt wären, einfach alle erschossen hätten und einfach alles gesammelt hätten, dann wäre das überhaupt keine Herausforderung. Also das ist im Endeffekt so ein Inventarmanagement Spiel. Ja, also dass man kapiert, okay, wie passen denn hier 50
ins Inventar rein, plus ich muss noch die Waffen tragen, ja. Ja, ganz einfach. Erstmal killt man alle und dann legt man alles raus, sammelt 90, killt dann nochmal die restlichen und sammelt dann die restlichen 10. Aber dazu, darauf muss man erstmal kommen. Und das ist halt so, ja, Verständnisaufgabe. So, dann gehen wir mit Billy weiter. Nehmen wir die Pistole. Wir haben jetzt noch 10 zu sammeln, dann haben wir es geschafft. Halte durch. Halte durch. Ach, ja. Guten alten Resident Evil Teile. Ja, an dieser Stelle nochmal an alle Supporter vielen, vielen Dank. Also an alle, die immer kommentieren, liken. Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, weil die meisten Leute sind einfach sehr neidisch im Internet. Das ist einfach katastrophal. So. Da, guck mal, wir stehen wieder auf. So, dann killen wir die. Versucht da wirklich das Beste für euch zu machen, die so schnell wie möglich rauszubringen, die Videos. Und ja, ich finde es echt korrekt, dass da was zurückkommt, weil dann ist man auch motiviert, da weiterzumachen. Und heute wurde ich auch noch gefragt in den Kommentaren, ja, Abo-Special, wann mache ich Abo-Special? Weil wir haben jetzt seit 2 Wochen oder so haben wir jetzt 20.000 geknackt. Also ich würde dann ein Abo-Special erstmal machen bei 50.000 Abonnenten ungefähr. Das werden wir jetzt bald erreichen, wenn die neuen Spiele rauskommen, ist es schnell erreicht. Und ich würde da auch wirklich so ein Treffen dann machen, so ein Abo-Treffen. Da wurde ich auch ein paar Mal im Livestream gefragt. Wir machen ja tägliche Livestreams, wenn es funktioniert. Also jeden Tag geht es nicht immer, weil ich halt auch noch als Coach manchmal arbeiten muss. Aber ja, wir werden auf jeden Fall so ein Treffen machen. Habe ich im Livestream erzählt. Und ich denke, wenn wir 50.000 Abonnenten haben, dann werden sich unter diesen 50.000 einige sehr korrekte Leute finden, die Bock haben, sich alle gegenseitig kennenzulernen, so ein Treffen zu machen. Da gucken wir das Bohnen wieder. Also das sind wieder Gegner. Haben wir sogar einen Headshot gemacht. Ja, ich hätte Bock, euch alle kennenzulernen, Leute. Wer da so hinter den Kulissen kommentiert. Einige Leute habe ich auch schon kennengelernt. Und ja, also mir macht sowas voll Spaß. So, dann gehen wir hier weiter. Wir müssen halt die erstmal killen, weil ich hätte jetzt das sammeln können, aber dann hätte ich keine Munition mehr und keine Pistole. Deswegen müssen wir hier nochmal kurz ein bisschen aufräumen. Ja, jetzt haben sich sogar auch ein paar Frauen aktiviert. Also wir haben sehr wenig Frauen am Kanal. Also es gibt auch sehr viele Resident Evil Fan-Frauen, habe ich jetzt nicht gedacht. Wir haben nur 5% Frauen am Kanal. Das ist echt krass. Weil bei meinem anderen Kanal, also den ich gezeigt habe, also den hier, da sind 50-50. Das ist halt persönlich jetzt ein anderes Thema. Gaming ist anscheinend bei Frauen nicht so beliebt. So, da sind die komischerweise irgendwie verschwunden. Weiß auch nicht warum. So, da müssen wir nochmal durch. Siehst du, da sind jetzt ein paar Zombies halt aufgestanden. Am Ende kriegst du richtig viele Waffen mit Unendlichkeitsmunition. Hast du schon am Anfang des Videos gesehen, das sind echt viele. Oh ja, komm immer näher. Ey, ich habe die letzten zwei Tage war ich so zerstört. Ich habe mit meinem Trainer, war ich im Fitnessstudio trainiert. Ich war so zerstört, es war einfach nur krank. Schmerzen gehabt ohne Ende. Okay. Mal wieder hoch, ist ein Keller.
da auch noch welche. Bei der Pistole ist es halt echt gut, dass man so viel Munition hat. Hier rein. So, da habe ich jetzt leider nicht nachgeladen. Ja, da sind noch einige. Ja. Am 16. hier habe ich noch einen Cut gemacht, weil ich ein bisschen überlegt habe. Ich war da hier ein bisschen verwirrt, was noch genau fehlt. Musste mich nochmal orientieren. Das war auch gut, seht ihr, mit der Nachvertonung, weil sonst hättet ihr da warten müssen. So, dann gehen wir hier weiter. Ja, am 16. kommen, wie gesagt, neue Karten raus. Die Magic auch. Da habe ich auch Bock. Leider haben wir nicht so viele Leute. So, da haben wir jetzt Egel Ablenkung bekommen. Den Erfolg. So, jetzt können wir alles wegschmeißen. Und jetzt können wir den Rest sammeln. Perfekt! Hat sich gelohnt. Zehn Stücke müssen wir, glaube ich, jetzt noch sammeln. Da werde ich mir auf jeden Fall einen Tag frei nehmen, wenn die Karten rauskommen. Also Magic, das ist so mein privates Hobby auch. Da habe ich Bock, dann mal Decks zu bauen, auszuprobieren. Ich mag das immer, was ich halt bei Magic auch mag. Wie gesagt, schade, dass es so wenig Fans hier gibt am Kanal. Was bei Magic halt geil ist, ist einfach, dass jeden Monat, also jeden dritten Monat neue Karten rauskommen. Und das heißt, das ganze Spiel verändert sich. Und leider ist es halt so, die meisten Leute sind gegen Geld und Business und so. Und wenn sie sehen, dass irgendein Entwickler Geld verdient, dann ja, sind sie dagegen halt und stempeln das als Geldmacherei ab. Ja, also das heißt so, ja, natürlich, guck mal, alle drei Monate kommen neue Karten, dann muss ich wieder kaufen und so weiter. Ich sehe das nicht so, also besonders wenn man online spielt, da kann man sich eigentlich alles erspielen, da muss man nicht mehr Geld investieren. Und zweitens, wenn das geil ist, ey, wenn, stell dir vor, alle drei Monate würde ein neues Resident Evil rauskommen und das wäre richtig geil. Also ich persönlich würde es mir kaufen. Und ja, wenn man auf seine Kosten kommt, wenn es Spaß macht, dann ist es doch geil alles. Ja, und auf jeden Fall, ich freue mich halt immer, weil alle drei Monate kommen neue Karten raus. Ich bin halt so, ich mag Abwechslung. Mir gefällt es, wenn so neue Sachen rauskommen und ich finde es halt auch spannend alles und so. Aber der Grund, warum die Community halt so klein ist, ich finde in Deutschland ist die Magic-Community relativ klein, weil einfach, ich finde besonders in Deutschland jammern die Leute halt sehr viel rum, so wenn die für irgendwas Geld bezahlen müssen. Und viele Leute erwarten halt, dass sie alles kostenlos kriegen und solche Sachen. Ja. Und es gibt ja auch viele kostenlose Spiele wie Epix, Fortnite und der ganze Scheiß. Und der verbreitet sich ja dann auch. Aber, wobei, die verdienen da auch Schweinegeld. Die machen da richtig Kohle mit Epix und Fortnite. Aber das sagt ja keiner was, weil der hatte das Spiel kostenlos gekriegt. Ja, und bei vielen Inhalten, die werden einfach nicht unterstützt. Ja, weil die Leute sind fühlen sich ausgenutzt, wenn die da was für sich Geld investieren in neue Karten. Und ja, deswegen ist halt die Community auch viel, viel kleiner. So, weil die Mentalität auch einfach anders ist. Weil zum Beispiel in Amerika gibt es viel mehr Magic-Spieler. So. Warum mich auch Magic so triggert, das erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit. Ich habe als Kind immer so Albums gekauft. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt noch von euch, also von den Veteranen.
Da gab es so Albums und da konntest du so Aufkleber reinkleben. So aus Kaugummis oder aus. Also konntest. Manches konntest du dir auch einfach kaufen, aufmachen. Da gab es so Fußball. So, jetzt haben wir alle. Ja, solche Fußball. Wie heißt die dann nochmal? Ja, solche Heftchen halt. Da konntest du dir reinkleben. Da gab es verschiedene. Ninja Turtles und was weiß ich was alles. Und mir hat das damals voll getaugt. Ich habe mir sowas voll gerne gekauft, wenn ich ein bisschen Geld hatte. Deswegen triggert mich Magic. Weil mich erinnert das so, dieses zu sammeln, neue Karten aufzumachen und so weiter. Mich triggert das richtig krass. Ja, wir haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt gehst du einfach hier raus. Wir haben alles gesammelt. Du kannst hier alleine einfach rausgehen und jetzt wird das alles gezählt. Hier der Erfolg. Kein Ekel vor Egeln. 50-50 und jetzt kriegst du auch noch wirklich sehr, sehr viele Waffen. Insgesamt 100. Und ja, wir haben es gemeistert. Im nächsten Video morgen zeige ich dir dann den nächsten Erfolg und so werden wir dann Tag für Tag das Ganze platinieren. Also abonnier den Kanal, wenn du 100% haben willst, wenn du neu hier am Kanal warst und gemeinsam machen wir das alles. Also hau rein, wir sehen uns im nächsten Video.